Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer ganz besonderen Reihe Was tut sich im deutschen Film? Jeden Monat zeigen wir einen besonderen, aktuellen deutschen Kinofilm, der uns ja besonders gefallen hat, wo wir sagen, der ist vorstellenswert, wo wir danach auch ein Gespräch mit dem Regisseur führen werden. Wir, das ist in dem Fall unser Kooperationspartner, die EPD Film, Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film, und Rudolf Worschig, der Chefredakteur, wird nachher das Gespräch führen, da freue ich mich auch besonders drauf. Bei Puppe, Icke und der Dicke ist der Regisseur Felix Stiens und er ist auch gleichzeitig der Regisseur des Vorfilms, den wir heute zeigen, denn wir finden, zu einem deutschen Kinofilm gehört auch ein deutscher Kurzfilm vorne dran, und das ist in dem Fall genau der Film, den er vorher gemacht hat, Betty B and the Bees, glaube ich, wird er ausgesprochen, und er hat wahnsinnig viele Kurzfilme gemacht, die allesamt preisgekrönt waren, zuhauf, er war auf so vielen Festivals, daher kenne ich ihn auch schon seit vielen Jahren, und ja, ich sage jetzt gar nicht viel vorher und einfach nur viel Vergnügen mit Betty B and the Bees. Ja, ein Applaus, ja. Der Regisseur vom Kurzfilm und vom Langfilm, um das nochmal zu sagen. Herzlich willkommen, schön, dass du es geschafft hast. Ich habe diesen Film sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich musste gerade sehr feiern. Krasses Ding. Ich habe wirklich unfassbar lange nicht mehr gesehen. Schön. So. Ja. Na? Du hast vorhin ja auch gesagt, das war so eine Art Generalprobe für den Film, den wir gleich sehen werden. Magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen? Keine Angst, es wird ein bisschen mehr Text geben jetzt gleich in den nächsten 90 Minuten. Ja, es war für uns vom technischen Produktionsablauf, war das so was wie eine Generalprobe. Wir haben auch in Bremen gedreht, also der Kurzfilm haben wir in Bremen gedreht. Und da ich immer so alle Kurzfilme auch so gut wie mit dem gleichen Team gedreht habe, mussten wir uns so ein bisschen in Bremen eingrooven. Und wir hatten dann einen technischen Partner, irgendwie, also Technik, Tatsache, also Kamera und so Zeug geliehen haben. Und das war der Generaldurchlauf. So, also unabhängig davon wollten wir den Kurzfilm so oder so machen. Aber im Prinzip haben wir alles genauso gemacht wie bei den Kurzfilmen, beim Langfilm. Nur, dass wir dann auch noch weitergezogen sind. 3 Jahre später kam dann der Langfilm Puppe, Icke und der Dicke. Und ja, möchtest du uns noch was mitgeben, bevor wir diesen Film jetzt gleich schauen werden? Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr werdet ein paar Leute wiedererkennen. Eigentlich alle. In unterschiedlichen Aufgaben. Ihr werdet auch Drehorte wiedererkennen. Also Tatsache, nur das vorneweg, also auch wenn es nicht wichtig ist, aber mir ist gerade nochmal aufgefallen, wir hatten den ersten Drehtag vom Kurzfilm, der war quasi identisch zu dem ersten Drehtag vom Langfilm, aber im selben Gebäude im Bremer Holzhafen mit genau den gleichen Schauspielern. Da kamen dann noch 2 mehr dazu, und es war aber sehr schön, weil alles halt noch mal mehr familiärer wurde oder war. Und so, ja, erster Drehtag Langfilm kann ja nicht so schlimm sein, ist ja genauso wie beim Kurzfilm. Und ja, ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß, und ich stelle euch nachher auch sehr gerne noch den Matthias Scheuring vor, der den Bruno spielt, und freue mich auf das Gespräch und hoffe, dass alle nachher noch hier sind. Felix Stiens, Dankeschön. Geht das? Wir können auch tauschen. Hallo. Das geht nicht.
ist halt ein Kabel dran, das kann nicht gehen. Ja, das geht. Ja, herzlich willkommen und guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind sehr erfreut, die beiden heute hier zu haben. Den Regisseur Felix Stiens haben Sie ja schon kennengelernt. Und ganz besonders freuen wir uns, dass Matthias Scheudrink heute da ist, einer der drei Hauptdarsteller dieses Films. Und noch dazu, ich mir habe sagen lassen, zumindest Wahl-Frankfurter, wenn auch nicht geborener Frankfurter. Ja, der Kurzfilm vorher wirkte ja ein bisschen wie so eine kleine Vorstudie zu dem Langfilm. Man kannte die Figuren, man merkte eine Liebe zu einer bestimmten Art von Musik und zu alten Autos, sage ich jetzt auch mal. Aber meine erste Frage, wer ist denn eigentlich Tobi B.? Also Bomber oder Tobi B. ist ein sehr, sehr guter alter Kumpel von mir, den ich über meinen Kompagnon von meiner Produktionsfirma, Markus Forchner, kennengelernt habe. Die beiden sind zusammen im südbrandenburgischen Jüterborg aufgewachsen. Und so konnte ich halt Bomber irgendwann mal kennenlernen. Und also wie das so ist, bei einem Bier in einer Kneipe im Berliner Hinterhof. Und wie das vielen Menschen so geht, lässt dieser kleine Rattenjunge einen nicht mehr so schnell los. Also der war halt so sehr drin in meinem Kopf. Und also ich fand es sehr beeindruckend, wie so ein Typ, der so ist und so aussieht, so sein kann. Und also ich weiß ganz genau, ich bin aus diesem Abend rausgegangen und hab so gedacht, okay, so viel Selbstbewusstsein und so viel Lebensfreude hätte ich auch gern. Also ich hätte gern ein bisschen was davon ab. Und ja, und so wurden wir irgendwie, man hat sich immer mal wieder getroffen auf dem Bier und wir wurden irgendwie Freunde, waren zusammen im Urlaub und irgendwann habe ich einen Kurzfilm von mir das erste Mal vor die Kamera geschubst. So, weil das ist so sehr klassisch, also wir Filmemacher mögen das übrigens sehr, wenn so Leute sagen, über den und den musst du aber mal einen Film machen. Aber genau dieser Typ ist genau so einer. Also über den muss man eigentlich einfach irgendwann mal einen Film machen. Und also wir haben sehr viele Kurzfilme zusammen gemacht, ich glaube 5. Und als es daran ging, den ersten Langfilm zu machen, war sehr klar, dass ich um Bomber nicht drumherum komme. So. Und indiskret gefragt, was macht er im wirklichen Leben, wenn er nicht gerade in Filmen von dir mitspielt? Bomber ist, ich bin sehr neidisch auf ihn, weil er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der so oft, so scheiße oft im Urlaub ist. Ja, also das kann der Bomber kommt mit sehr, sehr wenig Geld aus und kann damit offensichtlich sehr, sehr viel machen. Also Bomber hat sich auch schon mal einen Mittelmeerurlaub für 1 Euro auf eBay ersteigert. So. Mit einer Postkarte geschrieben und man denkt sich nur so, du kleiner Penner. Ja, und dann gammelt er halt so 3 Wochen da rum. Ja. Gab es außer ihm noch quasi andere Laien in dem Film oder war er quasi der Einzige? Weil er hat jetzt keinen schauspielerischen Hintergrund. Ja, bis auf Scheuring. Ne? Frage ich nachher. Nee, gab es tatsächlich. Also es die Lady, die wir auch schon aus dem Kurzfilm kannten, zum Beispiel, also auch wenn sie nur kurz war, also das ist eine ganz blutjunge Konduktorin, die mit Schauspiel eigentlich überhaupt nichts am Hut hat, außer halt, dass sie gigantisch groß ist und gigantisch gut aussieht. Aber ich habe auch meine beiden besten Freunde einfach mit eingebaut, also der Taxifahrer und auch der Müllmann Kalle, ja, die sich irgendwie, also die wohnen zusammen und haben sich so, ich spiele Felix Film mit. Ja, ich auch. Ja, ich bin der Taxifahrer. Ja, ich bin der Müllmann. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Unterhaltung. Und der Müllmann hatte erst keinen Text und dann, als er erfahren hat, dass der Taxifahrer aber Text hatte, habe ich angerufen und gesagt, ey, Felix, geht nicht, dass Daniel jetzt Text hat und ich nicht. Und ja, dann habe ich ihm halt ein paar Parts da hingeschustert und dann hat er sich aber sehr in die Hosen geschissen vor Angst, auch an dem Tag. Also ich habe dann bei den beiden dann auch gewohnt zu der Zeit. Und ja, so
Sachen. Brüllt er nicht auch einer Steens irgendwann? Aber ich habe den Film ja nur auf einem Monitor gesehen. Das warst auch du dann? Ja, kannte ich dich noch nicht. Ja, das hatte aber tatsächlich so sehr faule Produzentengründe, weil dieser Assistent vom Chef irgendwie in drei verschiedenen Städten so produktionstechnisch vorkommen soll. Und eigentlich wollte ich das auch Freunde machen lassen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich das. Ich bin ja nicht wirklich zu sehen. Matthias, wie ist es denn, wenn man als Schauspieler eine Rolle übernehmen muss, bei der man nicht sprechen darf? Sprache ist doch eines der Grundausdrucksmittel eines Schauspielers. Ja genau, Felix, ich hatte auch keinen Text. Ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich dich angehört. Zieht sich durch die Filme. Aber erstmal habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich keinen Text lernen musste. Also das ist für einen Schauspieler schon sehr schön, wenn er das Gefühl hat, er muss nichts auswendig lernen vorher. Dann habe ich, während wir gedreht haben, immer mehr gemerkt, ich möchte mich aber eigentlich einmischen anders und ich möchte mal was sagen dazu. Und es ging halt nicht. Und dann wurde es ein bisschen komplizierter, aber du gewöhnst dich sehr schnell dran. Und das für mich Angenehme war natürlich, dass ich nicht Gebärdensprache lernen musste oder sowas, sondern dass Bomber mich auch so verstanden hat. Also dass wir uns darauf einigen konnten, dass das jetzt nicht unbedingt notwendig ist, dass ich Gebärdensprache mache oder so. Und wie war es mit ihm? Ich meine, er ist jetzt quasi ein ungelernter Schauspieler. Gibt es da Unterschiede? Super gut und total anstrengend. Also es ist wirklich beides. Und wir haben eine Tour gemacht. Wir sind gemeinsam in seinem VW-Bus von Berlin nach Offenburg gefahren. Und das war die Hölle. Weil der Mann hört nur Techno-Musik und ich überhaupt eigentlich nicht. Und ich durfte aber nicht in die Musik eingreifen. Aber sonst war alles gut. Alles gut. Noch eine Frage vielleicht zu Tobi B., die ich vorhin schon eigentlich hätte stellen müssen, die mir aber eben erst eingefallen ist und die auch ein bisschen indiskret ist. Ist der so oder spielt er eine Rolle? Bomber hat auf unserer Kinotour diese Frage immer vorweggeschickt und er ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, 60-70%. Und dann mussten die Leute teilweise raten, was er jetzt damit meint. So. Also er selbst sieht sich zu 60-70% in der Rolle selbst drin. Ich glaube, es haut hin. Weil er wird niemals in einem Lieferunternehmen arbeiten, so zum Beispiel. Also so arbeiten an sich ist schon ziemlich schwierig. Wenn wir jetzt schon bei Prozenten sind, also der Film, der bestimmt ein Drehbuch gehabt hat, wirkt aber an in einigen Szenen wirklich sehr spontan und improvisiert. Wie war denn da so das Verhältnis zwischen dem, was quasi vor Ort passiert ist und dem, was du dir vorher vorgestellt hast? Es stand eigentlich alles im Buch. Tatsache. Tatsache. Also so, wo wir so richtig improvisiert haben, also das höchste aller Gefühle war hier, wo ihr beiden Mäuse auf der Couch sitzt. Nee, und da ist nicht viel los an Text, bei dir eh nicht. Und also es ist so, wenn man mit Bomber arbeitet, ich hatte ja so einige Testläufe mit den Kurzfilmen, wo ich das lernen konnte. Also beim ersten Kurzfilm war es so, ich habe mir hier den mega geilen Text ausgedacht, ja, und denke mir so, ja, der coole Typ reißt einfach runter. Und dann kommt dieser kleine Typ da an und er scheißt sich halt vor Schiss in die Hosen und macht halt alles nur nicht, also er versucht tatsächlich zu schauspielern und es wird alles nur nicht cool. Und so, also es erzählt schon eine Menge. Also man muss ihm, glaube ich, sehr viel Text wegnehmen, so Situationen erklären und der findet schon selbst seine Worte. Und es war auch so, dass bei den allerersten Proben, die ich hatte mit Bomber und mit der Vivian, da hatte ich das Buch geschrieben und Bomber hatte das natürlich auch noch nicht gelesen. Und wir saßen auf dem Balkon von der Schauspielerin, die auch Vivian heißt, und ich habe ihm nur die Situation erklärt und irgendwie, worum es geht. Und natürlich wusste er um die Geschichte und so. Und die beiden haben geprobt und er hat sehr, sehr viele Prozent Punkte der Worte getroffen, die ich ihm geschrieben habe, ohne dass er die gelesen hatte. Also es hängt sehr viel damit zusammen, wie gut wir uns einfach auch vorher schon kennen. Wie bist du denn auf die Geschichte gekommen? Ist ja eigentlich auch immer etwas, was man so wissen will. Ja, also es ging halt irgendwann daran, alles klar, es wird so langsam auf jeden Fall Zeit, den Langfilm zu machen. Und ich
kam mir total schlau vor, oder ich und Markus Feuchner, mein Kompagnon, saßen irgendwann mal da und dachten so, ja, pass mal auf, Kurzfilme können wir jetzt. Lass doch einfach 3 Kurzfilme machen und dann hat man auch irgendwie einen Langfilm. Also lass irgendwie sowas Episodisches schreiben. Und am Anfang war das tatsächlich ein ganz klassischer Episodenfilm mit 3 Figuren. Also dass ich was mit Bomber machen will, war klar. Dass ich was mit der Stephanie Capitanides machen möchte, war auch relativ schnell klar, weil mit der hatte ich auch schon 2 Kurzfilme gemacht. Und die hat mich sehr, sehr zu dieser blinden Pariserin inspiriert. Und dann gab es noch eine 3. Episode mit einem rollstuhlfahrenden Fußballtrainer in Polen. Und das war so sehr, sehr klassisch, so der erste Akt eigentlich einer von diesen ganzen Geschichten. Und im Laufe der Zeit, zusammen mit meinem Dramaturgen und meinem Redakteur, haben wir uns dann dazu entschlossen, ja, lass doch lieber einen Roadmovie draus machen. So. Der Film spielt ja nun auch zu größeren Teilen in Berlin. Ich habe aber so zur Vorbereitung im Netz gelesen, er ist eigentlich in Bremen gedreht worden. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie das mit der Förderung funktioniert hat? Normalerweise auch verschiedene Geldgeber drin. Da hat man ja normalerweise immer so das Vorurteil, dass man sagt, die wollen, dass dann das Geld in ihren Ländern ausgegeben wird und. Wie hat das bei euch funktioniert? Ja, eigentlich genauso. Also wir haben auch in Berlin gedreht, ganz klar. Aber wir haben, das meinte ich vorhin auch so mit Testlauf mit dem Kurzfilm, also wir haben den Kurzfilm in Bremen gedreht und wir wollten da auch wieder drehen, auch weil wir sehr auf die Unterstützung der Nordmedia Filmförderung gehofft hatten, auch bekommen haben. Und dann läuft das immer so, wenn man von Länderstiftungen oder Förderern Geld bekommt, also 100 Mark, dann muss man 150 Mark auch da in Bremen oder Niedersachsen ausgeben. Und von daher haben wir sehr viel in Bremen gedreht. Wir haben zum Beispiel alle Autofahrten auch in Bremen gedreht, im Studio mit Rückprojektion. Mit klassischer alter Rückprojektion? Mit klassischer alter Rückprojektion, weil ich, also es war die Diskussion, ob wir im Greenscreen das machen wollen, aber ich wollte gerne das direkt schon sehen, was wie es aussieht und mich nicht nachher drüber ärgern. Also, und das war aber sehr super, da zu hocken, irgendwie 3-4 Tage die ganzen Autofahrtszenen wegzurocken. Also ich glaube, für alle war das sehr angenehm. Also. Und dann sind wir von Bremen aber weitergezogen nach Berlin, haben in Berlin ein bisschen gedreht, sind dann weiter Richtung Süden, nach Offenburg und nach Straßburg und da so ein bisschen Paris erzählt und sind dann nochmal zum Feierabend nochmal zurück nach Berlin. Was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat an dem Film, das war so diese ganze, die Atmosphäre, so die, wie soll ich sagen, Melancholie dieser Orte, von der Bar, in der auf Vivian trifft, bis hin zu dieser seltsamen Schwebebahn, die man da gesehen hat. Wie habt ihr die Schauplätze gefunden? Sind diese Bars gebaut? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Es wäre schön, wenn wir die Bars hätten selber bauen können. Da hatten wir kein Geld für. Also es war sehr unterschiedlich, wie wir auf die Orte gekommen sind. Also diese Schwebefähre, zum Beispiel wir hatten beim Kurzfilm Betty B. and the Sis, der Typ, dem das Auto gehörte, den hatte ich eigentlich auch eingeplant als Auto hier super Chef, Koordinator für Publik und der Dicke. Der rief irgendwann mal an und hat eine E-Mail geschrieben, ey, ich war gerade in Osten zwischen Bremen und Hamburg auf so einer Schwebefähre und die fährt noch, das ist total geil, das Ding. Da könntet ihr doch mal drehen. Und dann haben wir uns das angeguckt. Also von der Schwebefähre habe ich in meinem Leben noch nichts gehört. Und es ist tatsächlich eine der letzten 7 auf der Welt, die noch irgendwie in Betrieb ist. Und so sind wir da aufgekommen und haben gesagt, ja, let's do it. Das ist unser deutsch-französischer Grenzübergang und die Ost ist jetzt einfach mal der Rhein. Und es war da sehr, sehr absurd auf diesem Ding. Also es ist ein Museum, da dürfen auch nur Oldtimer rauf. Und unser toller Ford Granada war aber noch kein Oldtimer. Und wir mussten dann wirklich Oldtimer-Nummernschilder an den Ford schrauben, um damit ganz offiziell auf diese Fähre zu fahren. Und dann den Chefmatrosen dazu sagen, so pass mal auf, wir drehen hier einen Film, wir müssen jetzt hier andere Nummernschilder ranschrauben.
Also so musste man da rumtricksen, weil tatsächlich einfach viele Leute drumherum standen und dann meinte, ja, wenn das hier jemand sieht, dann will jeder mal mit seinem Auto rübersetzen. Und dieses Ding ist halt, setzt da wirklich in Raketengeschwindigkeit über. Also man steht halt drauf und man merkt es wirklich nicht, dass sich das Ding bewegt und man sagt so, ja, okay, Chef. Der Rüste ist aber auch nicht so breit. Also. Ja, eben, also das ist so breit wie der Saal hier und dann sagst du, okay, jetzt gib mal Vollgas hier, damit wir auch ein bisschen was sehen. Und dann sagt er, Vollgas ist schon. Und das ist sehr absurd. Und in Spuck weiter rechts daneben ist eh die Brücke, wo jeder übersetzt. Und ja, war sehr schön. Und ansonsten haben wir halt viel gesucht. Also viel so, ja, das Unmögliche, das Stehengebliebene gesucht an Drehorten. Und ein Glück sind wir hier und da fündig geworden. Ja, das, der ganze Film hat ja so ein bisschen was Unzeitgemäßes. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass diese Bude in Paris vielleicht, weil wir Frankfurter ja so eine spezielle Beziehung zu dem haben, was man hier in Frankfurt Wasserhäusche irgendwie nennt. Das war auch eine schöne Location. Was mich so diese Melancholie der Orte, das führt mich auch irgendwie weiter und das verbindet ja auch Puppe, Ico und der Dicke mit dem Film vorher, der ausdrücklich, wahrscheinlich kommt diese Frage auch bei jedem Gespräch, aber der ausdrücklich Aki Kaurismäki gewidmet ist. Auch dieser Film, gerade in den Orten, gerade auch in der Verwendung von Musik, da merkt man schon auch, ich will nicht sagen, das Vorbild, aber schon, dass du wahrscheinlich was mit den Filmen von Aki Kaurismäki anfangen kannst. Es sind ja auch alles Verlierer, Leute am Rande der Gesellschaft. Woher kommt das? Ja, also ich kann Tatsache was mit seinen Filmen anfangen. Also ungelogen. Also Betty B. and the Ziz war halt ganz klar so das Ding, wir machen jetzt eine Hommage an Kaurismäkis Film, weil ich finde er so sehr besonders auch an seinen Filmen. Also ich muss nur eine Sekunde gucken und ich weiß, dass das ein Kaurismäki-Film ist. Ich sehe das irgendwie. Und das hatten wir da vor allem versucht, auch ästhetisch und irgendwie uns daran zu wagen und ganz klar eine Hommage zu bauen. Bei Popo, Ick und der Dicke gibt es bestimmt auch viele Situationen, die an so einen Kaurismäki-Film erinnern könnten. Aber ich habe mich da jetzt nicht so hingesetzt und gesagt, so und stand auch beim Dreh nicht da und habe gesagt, so Schöring, jetzt machen wir mal hier so eine richtig geile Kaurismäki-Szene. Also das war nicht so der Fall. Also dass man das spürt, glaube ich, das dauert vielleicht auch einfach noch ein paar Jahre, bis man mir das ganz ausprobieren kann als Regisseur, dass man das bei meinen Filmen sieht, was ich gut finde an Vorbildern so, oder Vorbildern oder anderen Regisseuren. Ja, mir gefällt es auch wirklich sehr gut. Das ist ein Kompliment so, dass also auch so gerade so dieses Unzeitgemäße, so dieses Anachronistische ist ja bei Kaurismäki auch immer so und auch der Umstand, dass dein Film ist jetzt kein wirklich realistischer Film, auch wenn es jetzt um Loser geht, sag ich jetzt mal, ist das jetzt kein Sozialmelodram oder sowas, sondern ist eher so ein modernes Märchen, oder? Stimmt das? Ja, danke. Schade, jetzt muss ich gucken, was wir noch aufgeschrieben haben. Nee, aber es trifft es tatsächlich. Also ich wollte auf keinen Fall irgendwie einen Film machen und sagen, so, jetzt sind wir hier 2012 und übrigens, wir haben ganz viele Kleinwüchsige und ganz viele Blinde und auch sehr viele Stumme in der Gesellschaft. Und da möchte ich jetzt mal ein Sprachrohr für sein. Nee, das natürlich überhaupt nicht. Märchen trifft sehr gut. Also das habe ich auch nicht selten verwendet. Und was dieses Zeitlose angeht, war irgendwann mal so nachgedacht, dass ich keinen meiner Kurzfilme zeitlich einordnen kann, also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und habe so mal in die Runde gefragt, wie sieht's denn aus, wollen wir das nicht beim Langfilm auch probieren? Und ja, haben wir probiert. Sehr, sehr bestimmend. In deinen Filmen ist ja auch die Rolle der Musik. Kannst du vielleicht da noch was dazu sagen, wie du bei dem Film, aber auch bei dem Film vorher da drauf gekommen bist? Ganz unterschiedlich. Also bei Betty B. and the Ziz war sehr schnell klar, dass ich mit dieser Band, die ja in echt
die wunderbare Band His ist und die Tatsache auch sich bewegen kann und nicht nur auf Stühlen sitzen kann und trotz ihres hohen Alters gigantisch gute, lebensfrohe Musik machen. Also die Band kannte ich und für mich war klar, dass This immer His sein soll. Und die haben die Songs geschrieben und kamen anderthalb Tage vorbei und wir haben gedreht und eine gute Zeit gehabt. Und bei Puppe, Ick und der Dicke war es ein bisschen umfangreicher einfach. Sehr schnell gemerkt, okay, es wird eine Menge Musik passieren in dem Ding. Und habe dann meinen Oberbeleuchter, Fabian Nervis-Zenka, gefragt, der halt nebenbei ein gigantisch guter Musiker ist, ob er nicht die Musikgesamtkoordination für den Film übernehmen möchte. Und ihn halt vor allem nach, danach gefragt, wie bauen wir uns jetzt unsere Hauptband, also wie bauen wir uns die Band Maipi, die Filmband, zusammen. Und dann hat er mich mit der bestehenden Band Jane Walton aus Berlin zusammengebracht und mit Jane Walton und Mareike Hube und noch zwei anderen Bandmitgliedern und meinem Oberbeleuchter und mit mir als Sänger haben wir dann die Filmband Maipi gebaut. Und es war sehr aufregend, also es war für mich auch sehr aufregend. Ich würde eigentlich schon immer irgendwie Musik machen, bin nur mega untalentiert und habe es mir dann einfach nicht nehmen lassen, das Ding jetzt einzusingen und irgendwie so ein bisschen wilde Rocksauer zu spielen, wenn es halt so schon nicht klappt. Und das war sehr spannend und halt mega aufregend. Denn kannst du ganz gut Schlagzeug spielen. Schlagzeug kann ich auch eher riesig gut spielen, genau. Und naja, ist halt cool, wenn man dann steht man mit seinem Oberbeleuchter da und der Oberbeleuchter sagt halt, ey, ein bisschen scheiße, streng ich mal ein bisschen an, so, und ist cool. Also es macht sehr viel Spaß. Was, hat er nicht das Schlagzeug gespielt? Einmal habe ich Schlagzeug, aber er hat mir vorgespielt und das war besser. Okay. War das schwierig, Schlagzeug zu spielen? Ich kann überhaupt nicht Schlagzeug spielen. Ich frag mal, ich war mal Schlagzeuger, als ich Schüler war. Ich nie. Also Fuß und Hände zu koordinieren, finde ich grauenvoll auf zur gleichen Zeit. Ja, auf dem Papier war es also gut, ne? Du hast sogar eine Unterrichtsstunde gehabt hier, ne? Ich habe eine Unterrichtsstunde gehabt hier in Frankfurt, ja. Aber der wirklich beibringen konnte mir das nicht. Hat man gesehen. Hast du gehört. Ja. Vielleicht noch so eine allgemeine Frage. Das ist ja nun eine Komödie. Wenn auch keine alltägliche Komödie, sondern eine sehr ungewöhnliche, sehr skurrile Komödie. Guckst du andere deutsche Komödien? Jetzt könntest du es uns sagen. Und gefallen sie dir? Ja und nein. Also ich weiß nicht, ich müsste jetzt mich sehr anstrengen, um zu gucken, wann ich so eine klassische deutsche Komödie gesehen habe und vor allem, wann sie mir gefallen hat. So, also ich glaube, also Soul Kitchen war so das Letzte, was so einigermaßen okay war, glaube ich. Obwohl er sich da auch ein bisschen weit rausgelehnt hat. Vielleicht. Oh Gott. Bitte nicht weiter warten. Fatih ist schon ein geiler Typ. So, ich fand die Filme ganz gut. Und lustig auch. Noch eine, wenn wir jetzt hier schon dabei sind. Aber hier, also Bam Boom Bang und so, ne? Hier die ganze Una-Trilogie zum Beispiel. Das war doch, das hat doch Spaß gemacht. Ja, fand ich auch gut. Also bis zum bestimmten Punkt. Im Vorspann steht keine, das ist wahrscheinlich auch schon oft gehört, die Frage, keine Filmschule und dann der Name einer Produktionsfirma, die ich mich jetzt nicht auszusprechen wage. Strange. Strange enough. Strange. Ah. Verstehe ich das rein, nicht kapiert. Das heißt also, du hast keine Filmhochschule besucht und wenn das so definitiv dasteht, heißt das auf der anderen Seite auch, du hättest gerne. Absolut, ja. Also ich hab's, erzähl doch mal. Ich habe es nicht nur einmal probiert, also ich habe es so 4 Jahre lang probiert. Es hat nie geklappt und es hat halt unverschämterweise nicht mal für die zweite Runde geklappt, nie. Was ich halt bis heute nicht verstehe. Aber es war halt auf jeden Fall immer eine große Enttäuschung und dann kriegt man halt, man muss sich das vorstellen, halt ein ganz bitteres, ganz unpersönliches Schreiben, wo dann der eigene Name mit der Schreibmaschine reingetackert ist. Und dann weint man erstmal so ein paar Tage
Und dann sagt man sich aber, okay, leck mich am Arsch, ich drehe jetzt den nächsten Film. Ich glaube, nur deswegen habe ich auch so viel Kurzfilme gemacht. Und ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ja gut, das hat trotzdem nie geklappt. Und als ich dann mit einem meiner Kurzfilme für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert wurde und mich mit dem aber auch nochmal an der Filmhochschule beworb, und die auch mich nicht mal eingeladen haben, da ist so, ihr Penner, Alter, ihr könnt mich so krass am Arsch lecken. seitdem bin ich auch sehr froh, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Aber zu der Zeit war es schon sehr bitter. Und dieses keine Filmschule, nur Strange Enough, das so zu labeln, das hatte den Grund, dass wir mit den Kurzfilmen ja auch immer so auf Festivals waren. Und auf so einem kurzen Festival laufen so 80% der Filme von den Filmhochschulen einfach. Und um da einfach mal so eine Aufmerksamkeit zu schaffen und zu sagen, ey Leute, hier nicht Ludwigsburg, Berlin oder sondern wir müssen halt selber uns alles zusammen betteln, schnorren oder krass bezahlen sogar. Und wir haben halt nicht diesen gigantisch geilen Background einer Filmhochschule. Um da nur mal kurz so drauf hinzuweisen, haben wir das so gemacht. Und so das quasi technische Know-how, was zu so einem Film gehört, das kann man sich auch so aneignen. Weil die Liste der Abgelehnten von Filmhochschulen ist ja, um mal mit Casablanca zu sprechen, eine Ehrenliste gewissermaßen. Also Fassbinder hat man ja auch abgelehnt. Das war dann quasi bei dir so ein Learning by Doing gewissermaßen? Total. Also seit dem ersten Film, also Naivität ist so meine Hauptausbilderin gewesen. Und wir machen jetzt mal einen Film. Ja, okay, was muss ich machen? Keine Ahnung, wir machen jetzt mal einen Film. So. Und dann haben wir es halt gemacht. Also genau so hat es irgendwie funktioniert. Und alles Technische, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Das sieht man in meinen allerersten Kurzfilm auch an. Weil da musste ich das auch selber machen. Aber dann habe ich ein Glück sehr talentierte, coole Jungs und Mädchen kennengelernt, die sich damit auskennen. Und ich musste ja nur noch mir überlegen, was wir machen und wie wir es irgendwie machen. Und das wurde besser. So, haben Sie vielleicht noch Fragen? Wir hätten ja auch ein Mikrofon und der nette Urs geht rum. Wie im Film. Zeigen Sie einfach kurz, weil wir zeichnen das auch auf. Und das Ganze kommt ja dann in eine Zeitschrift, in das Sonderheft der EPD. Was tut sich in deutschen Filmen? Deswegen einfach kurz aufs Mikro warten. Das wäre super. Jetzt traut sich natürlich keiner mehr. Man muss auch keine Fragen stellen, man kann auch einfach Kommentare sagen, dass der Film toll ist und so weiter. Ich habe aber eine Frage. Gut. Ach, scheiße. Nee, ich weiß, es ist noch alles sehr frisch, aber ich bin auch sehr beeindruckt. Und wollte einfach nur fragen, weil, obwohl der Film jetzt gerade raus ist, ist wahrscheinlich seit dem Dreh schon eine Zeit vergangen. Ganz einfach banal irgendwie, was habt ihr in petto, was plant ihr? Also du, ihr, die Leute, mit denen du das gemacht hast, habt ihr schon was im Auge? Ja. Und es ist Tatsache so, dass ich es ist Tatsache eine lange Zeit. Wir hatten im Januar, also fast vor einem Jahr, Premiere in Saarbrücken. Und dann liefen wir auf so ein paar Festivals und dann ist man relativ schnell künstlerisch satt mit dem Film. So, man kommt so seine Schulterklopfer, man kommt so seine Schwachstellen aufgezeigt, ist in Ordnung und man hat das alles verkraftet und ist so cool mit dem Film. Und dann dauert es aber trotzdem noch ein dreiviertel halbes Jahr und dann kommt das Ding jetzt ins Kino und dann muss man da sich nochmal im Mörder den Arsch aufreißen und so. Von daher blieb Tatsache einfach nicht die Zeit, um jetzt intensiv an neuen Sachen sich da reinzuhängen. Aber ich habe drei verschiedene Sachen, an die ich mich jetzt intensiv ansetzen möchte. Und alle drei sind, glaube ich, lustig. Und und ich plane wieder mit bekannten Gesichtern. So. Im Abspann steht am Schluss der Dank ans Testpublikum. In welcher Phase haben die den Film dann gesehen und wie hat das den Film vielleicht noch beeinflusst oder auch nicht? Das ist eine sehr schöne Frage, Andreas. Das war sau wichtig. Also das war halt mitten im Schnitt, also
das war so, wo ich so satt war mit dem Schnitt und gesagt habe, jo, das ist der Film. Und wo wir auch schon so auf 90 Minuten runter waren. Und dann haben wir ein Test-Screening in Berlin gemacht mit möglichst, also mit 30 Leuten, wovon wirklich sehr, 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 sehr viele überhaupt nichts mit Film zu tun hatten. Die meisten kannten wir auch einfach nicht. Und dann haben wir den Film geguckt und saßen dann da in so einem Kreis, in so einem Arbeitskreis. Und dann hat den Film so mördermäßig auseinandergenommen. Und das war geil. Also es hat sehr, sehr geholfen. Wir haben so einiges noch geändert danach. Ich werde jetzt nicht verraten, was das war. Aber es war eine große Hilfe. Ja, und Takes gibt es dann auf der DVD. Genau. Ja, noch mal eine Frage zum Film Puppe, Icke und der Dicke. Und zwar gab es eine ganz nette Anekdote oder Anlegung zu dieser Konstellation von diesen drei Charakteren. Diese, die Affen, sage ich mal, mit dem nichts hören, nichts sehen und nicht sprechen. Wie im Prinzip, so meiner Meinung nach, das Interessanteste, sage ich mal, an dem Film ist diese drei, die Konstellation von diesen drei Charakteren, wie die Ursprungsidee oder wie, sage ich mal, ob es von dieser Ursprungsidee zu diesem Film dann, sage ich mal, kam oder woher die Idee kam und wann man die gesagt hat, okay, das wird jetzt so verpackt in dem Film. Die Idee mit den drei Affen? Nicht die Idee mit drei Affen, die, also die, im Prinzip schon die drei Affen in dem Film, einfach nur diese drei Charaktere mit diesen Eigenschaften, dass die eine Person nicht spricht, beziehungsweise die eine Person nicht sehen, klein ist. Und so. War sehr früh da. Also beim Kleinen war es ja, also er ist so die Keimzelle von dem Ganzen. Also der ist halt klein und hat so seine Skoliose. Und sie, das war für mich, also sie kam sehr schnell danach. Sie ist eine Blinde, die geschwängert wurde von einem Berliner und die sucht jetzt ihr Kind. Und den Dicken gab es auch relativ früh, der war noch nicht so schnell als Hauptfigur so drin, aber den gab es relativ früh und es war relativ, also mit Erfindung dieser Figur war auch klar, dass die nicht reden wird. So. Danke. Habt ihr erst den Titel gehabt? Weißt du schon rein? Der Titel, also die Frage war, ob wir zuerst den Titel hatten. Der Titel war eine Mörderqual. Also nein. Nee, den hatten wir nach der Bildschnittabnahme mit unserem Redakteur. In der puren Verzweiflung. Also ich hatte so 80 richtig schlechte Titel aufgeschrieben und wir waren so richtig fertig und so richtig verzweifelt. Und dann sind wir irgendwann darauf gekommen und sind so aus dem Kichern nicht mehr rausgekommen. Und jedem, dem wir das erzählt haben, Puppig und der Dicke, der ist auch nicht mehr aus dem Kichern rausgekommen. Dann haben wir gesagt, okay, das ist so scheiße, kann der Titel jetzt auch nicht sein. Lass uns den jetzt nehmen. Ist besser als die 70, die ich vorher aufgeschrieben hatte. Arbeitstitel war übrigens Europe und Bomber. Richtig geiler Ding. Wir haben halt beim Dreh schon, ich glaube am dritten Drehtag gemerkt, dass das Ding nicht funktioniert. Ja, was drehen Sie da? Ja, wir drehen den Film. Ah ja, wie heißt der? Europe und Bomber. Mhm, Kriegsfilm. Ah ja, schön. nein. Ja. Ich kann es auch so sagen, Dani. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es extrem erfrischend fand. Ich habe mich wunderbar amüsiert. Dankeschön. Und fand die Nonverbalität des Brunos großartig, weil ich einfach während des Films erst merkte, er spricht gar nicht. Aber dieses Kommunikative war einfach sehr authentisch, wunderbar. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt ist es weg. Aber vielen Dank. Ja, danke. Großartig. Danke sehr. Aber es ist nicht so selten, dass die Leute sagen, ich bekomme erst seit nach 20, 30 Minuten mit, dass er überhaupt nicht geredet hat. So. Und Bruno ja trotzdem sehr präsent eben genau ist. Und deshalb vielleicht auch, weshalb mir diese Szene immer noch im Kopf hängt und ich fragen wollte, warum habt ihr das so gelöst? Bruno nicht nur nicht mehr da ist, sondern tatsächlich im Bild sich auflöst. Das hat mich irgendwie irritiert.
Erstaunlich, ich habe das so oft. Also vielleicht hat das ja auch was mit der Figur zu tun und wie man es spielen möchte oder so. Also ob das eher eine Frage an den Regisseur oder den Schauspieler ist. Ich hätte gerne, dass der Typ dir das jetzt beantwortet. Also die Frage ist total berechtigt. Das ist so unsere Achillesferse einfach. Und ja, der Bruno, ich habe den immer so als Wesen gesehen. Der ist eigentlich gar nicht echt, sondern der ist irgendwie da. Und der hat einen Auftrag und der muss Puppe und den Typen zusammenbringen. Und dann, wenn er es geschafft hat, auf seine Art und Weise, dann hat er sich einen Anzug verdient und darf in die Berliner Luft entfleuchen. So. Auftrag erfüllt. Schissikowski. Hättest du nicht besser beantworten können. Polnischer Fußballtrainer im Rollstuhl. Deswegen wollte ich, dass du das machst. Ja, weil danach immer scheiß Stimmung ist, deswegen. Was mich auch noch interessieren würde, das heißt ja, was tut sich in deutschen Filmen? Kaum einer hat so erfolgreiche Kurzfilme vorher gedreht wie du. Also die liefen ja wirklich auf Festivals rauf und runter, ich habe es vorhin gesagt, und haben Preise ohne Ende gewonnen. Würdest du sagen, das ist etwas, was gerade junge Filmemacher auch besonders wichtig sein sollte und ist, dass sie eben sich bei Kurzfilmen so weit ausprobieren, dass man dann letzten Endes an dem Punkt ist, und jetzt habe ich quasi alles durch, jetzt kann ich den Langfilm machen. Ist das was, du hast ja schon angedeutet, für dich war es wichtig, aber wäre das was, was man noch quasi weiter transportieren müsste? Ich glaube, man kommt einfach nicht drum herum, weil wenn ich jetzt 18 wäre und sage, ich kann ja viel erzählen, ich bin ein mega geiler Filmemacher. So. Lass mich mal einen Kinofilm machen, gib mir sehr, sehr viel Geld, was ich in die Luft blasen kann, und nachher stellt sich raus, naja, der hat es irgendwie doch nicht so drauf. Also ich glaube, um die Kurzfilmemacherei kommt man einfach nicht drum herum. Nur sollte man es als junger Filmemacher, also wenn ich mir erlauben darf, das so weiterzugeben, sollte man es auch volle Kanone mitnehmen. Also machen, zeigen, hinterherreisen, auf den Festivals die Leute kennenlernen und das alles mitnehmen und darauf wieder neue Kraft und Kontakte schöpfen. So. Weil wenn man es nicht macht, dann braucht man eigentlich auch keine Kurzfilme machen. Weil dann kann man einen Kurzfilm machen, der ist vielleicht ganz okay. Der ist vielleicht auch mega geil. Weil dann schickt man den irgendwo hin und dann sieht ihn eine Person, aber darum geht es ja nicht. Sondern man sollte ja mit seinen Kurzfilmen auch schon möglichst viele Leute erreichen und kriegen und für sich gewinnen. Und dann hat man so einen Langfilm wieder mit am Start. Alles, was aber so künstlerisch und vor allem dramaturgisch so. Ich habe jetzt mal eine dramaturgische Sache hier beim Kurzfilm ausprobiert und die baue ich jetzt beim Langfilm ein. Also das funktioniert halt überhaupt nicht. Leider. Habe ich gemerkt. Ja, das ist ein riesenlanger Weg. Was sind deine Top 3 Filmtipps? Jetzt aktuell im deutschen Kino? Na, egal welche Zeit, einfach nur aus der Filme. Das ist Winter, kann man vieles Winter gucken. Vielleicht Filmgeschichte? Ich bin gerade mega auf Wes Anderson. Also, ihr solltet euch unbedingt Moonrise Kingdom angucken. Das ist mein Top. Bei uns. Ist mein Top-Kinofilm dieses Jahr. Boah, bin ich auch froh, dass mir noch was eingefallen ist. Also top, top, top. Danach kam sehr, sehr lange nichts. So. Aber ich bin gerade sehr so voll auf Wes Anderson, deswegen würde ich direkt Rushmore hinterher empfehlen. Das ist so einer seiner ersten Filme. Und weil Winter ist. Ja, man guckt auch einfach nur mehr Filme im Winter, finde ich, als im Sommer. Ja. Dann guck dir Das Leben ist ein Wunder von Emil Kusturica an, aber ohne politische Hintergründe, sondern zieh dir einfach rein und kuschel dich ein. Das ist ein sehr schöner Film dann. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Dein Film ist ja zwar ein Road-Movie, aber irgendwo doch auch ein Berlin-Film.
Und das Schöne daran fand ich in dem Film ist, das ist schon Berlin auf der einen Seite schon so die Stadt der Kreativen. Das zieht ja dann gleich eine Band in die Wohnung ein. Aber durch Bomber wird es ja irgendwie geerdet. Er sagt, also ich bin keiner von denen oder sowas, deren Eltern mir die Wohnung bezahlen oder irgendwie so ähnlich heißt es da drin. Wie ist denn dein Verhältnis? Du bist ja selbst Berliner. Wie ist dein Verhältnis zur Stadt, zu Berlin? Und wieso spielt er gerade in Berlin? Also für mich war sehr klar, dass ich auch so eine Art Heimatfilm machen möchte, also Heimatfilm. Aber ist es einfach und also jeder Berliner möchte vor allem eins, und zwar weg aus Berlin. Und das sehr bald. Und so wie er weg ist aus Berlin, möchte aber sehr, sehr schnell wieder zurück nach Hause. Und wenn er nach Hause kommt, dann denkt er sich, scheiße, hier ist ja alles anders. Und ja, und so ist es. Also es ist sehr, sehr wunderbar, dass diese Stadt sich so herrlich verändert. Aber es ist gleichzeitig auch ihr Leiden. Ihr großer Fehler oder wie auch immer. Also man kann es sich sehr heimelig machen in seinem Viertel, aber man muss nur 3 Monate weg sein. Es ist irgendwie sehr, sehr, sehr viel, sehr anders. Aber damit muss man, kann man, will man auch zurechtkommen. Und daran gewinnt die Stadt ja ständig oder hat die Stadt ja vor allem in den letzten Jahren gewonnen. Also nicht umsonst gibt es so viele neue Menschen in dieser Stadt, die Stadt jeden Tag neu verändern. Und es ist eine große Kraft auch. Aber ja, so richtig heimatlich wird schwierig oder wird immer schwieriger. Seltsamerweise. Also es ist so eine seltsame Beziehung. Also Berlin und Ecke, wir sind so ein bisschen. Da ist noch eine Frage. Ja, also ich habe noch eine Frage zur Filmförderungsrechnung. Also das ist mir gerade nochmal eingefallen, man kriegt 100 Mark vom Land und muss 150 ausgeben. Jetzt ist mir aufgefallen, da sind 50 zu viel irgendwie. Wo kam die jetzt her? Ja, sehr gut. Mathe. Das hat eine Weile gedauert, bis ich drauf kam. Ja. Ja, aber es wird noch komplizierter jetzt. Also rein logisch muss ich dir vorstellen, also ich sitze halt zu Hause und denke mir so aus, ja okay, wir machen jetzt mal einen Kinofilm. Und dann muss ich halt irgendwann erfahren, ich kann in Deutschland nur einen Kinofilm machen, wenn ich einen deutschen TV-Sender an meiner Seite habe. Das ist irgendwie eine sehr logische Nummer. Und dieser TV-Sender gibt dir halt Geld und dieses Geld ist automatisch sowas wie dein Eigenkapital. Was auch sich seltsam anhört, aber gegenüber den Filmförderungen genauso ist. Also die Filmförderer zahlen die 50% von, sagen wir mal, das Ding soll 100 Mark kosten. Dann zahlen die Filmförderer genau 50 Mark, mehr nicht. Den Rest, also bei uns war es so, wir haben 40 Mark vom ZDF bekommen und 10 Mark haben wir selber dazugelegt, also hat man 50 Mark Eigenkapital. Und genau so läuft es. Und dadurch, dass wir 40 Mark vom ZDF hatten, konnten wir die 50 plus 50% davon, die 75 Mark auch da ausgeben. Verstanden? Also wir haben ja nur 50 Mark bekommen von der Länderförderung. Der Rest war vom Fernsehen. Also konnten wir da auch 75 ausgeben. Ganz einfach eigentlich. Wie viel habt ihr denn jetzt zusammen? Ja, 100 Mark. Ja. Wir hatten gigantische 350.000 an Bahnmitteln. Davon waren 200 vom ZDF und 150 von den Länderförderern. Wie war es denn mit dem ZDF? Kleines Fernsehspiel war ja die Redaktion. So richtig 100% fernsehgerecht ist er ja nicht, also sehr ruhig erzählt. Eine der drei Hauptfiguren tritt relativ unvermittelt und mehr oder weniger ohne Begründung ab. Haben die das alles geschluckt, sage ich jetzt mal? Das war alles super. Also es war wirklich sehr cool. Ich habe den Jörg Schneider, unseren Redakteur, hier in Mainz kennengelernt und es war sehr, sehr cool. Der hat mich halt damals weg von dieser Episodennummer gelenkt und
Das war, also ich als Autor und Regisseur kann nur sagen, tipptopp. Als Produzent würde ich sagen, ach, so ein bisschen mehr Unterstützung wäre halt schon ein bisschen geil. Was ist ja auch nicht nur, die fördern ja nicht nur Regisseure, sondern auch die Produktionsfirmen. Und da war das schon ein bisschen seltsam. Aber an sich, alles super. ZDF, das kleine Fernsehspiel. Wie lange war der Vorlauf? Viel zu lang. Ich glaube, ich habe fast, also ein bisschen länger als 3 Jahre am Buch gearbeitet, mehr oder weniger, bis wir dann mal so loslegen konnten. Das ist ätzend lang, leider. Sind die Autos noch auf der Straße gewesen? Als das? Genau. Da war noch eine Frage. Ich habe eine vielleicht etwas persönliche Frage. Du redest in D-Mark und von Heimat. Bist du ein konservativer Typ? Weiß ich nicht. Will ich das? Nee, ich glaube auch nicht. Das muss Zufall sein. Muss mal rausgerutscht sein. Mark klingt einfach schöner jetzt als Euro. Aber ja, vom Publikum wurde der Terminus ja eingeführt. Achso, ja dann. Dann ist der Logo, wo der kommt. Ihr seid schuld. Nee, aber ich glaube nicht, dass ich so super konservativ bin. Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich den sehr schön fand, den Film. Und was mir aufgefallen ist, ist die Sprache und so die Umgangsweise der Menschen miteinander, dass man eigentlich so ein ganz gutes Gefühl bekommt, keiner wirklich irgendwie böse ist miteinander. Also, außer jetzt die französische Schauspielerin, die am Anfang irgendwie mal von der Abtreibung spricht, aber so ansonsten ist es so französische Fraternität, Brüderlichkeit, man hält so zusammen. Ist da so ein Einfluss da? Jetzt, also nicht von den Franzosen. Jetzt. Meinst du das? Nee, ich meine, dieser ganze Umgang, jeder Streit, jeder Konflikt wird irgendwie so kumpelhaft. Also ist die Wohnung irgendwie eine Bar und ist halt so, gib mir mal ein Bier, zahle ich nicht. Ja, das ist auch schon ein großer Punkt, der viel mit mir zu tun hat, der viel mit meiner persönlichen Naivität zu tun hat, wie ich überhaupt dieses ganze Filmding irgendwie machen konnte. Also ich konnte es nur machen aufgrund meiner riesigen Naivität, ansonsten hätte ich keine Filme machen können. Und das schlägt sich offenbar sehr auf meine Charaktere um, also vor allem auf die Europa. Die ja einfach überall drüber schwebt und überall durchgeht. Also, scheiße, wer hier, ich tramp jetzt mal mit irgendeinem scheiß Truck irgendwie durch die Gegend, wird schon nicht gefährlich sein. Also, die spürt ja auch nie wirklich eine Gefahr oder eine Bedrohung. Und ja, kann sein, dass es so ein bisschen halt also aus mir kommt, so, dass diese Konflikte ein bisschen freundschaftlicher in meiner Märchenwelt hier gelöst werden. Wir haben vorhin gehört, da gab es ein Test-Screening und jetzt wissen wir, der Film ist 90 Minuten lang. Wie viel habt ihr denn gedreht? Also wie viel Material hattet ihr denn zusammen am Ende? Sehr viel. Also der erste Rohschnitt, wo wirklich alle drin war. Also wenn wir alle Szenen drin gelassen hätten, die wir auch gedreht hatten, wäre auch nicht so viel länger gewesen. Also wir haben vielleicht bei 97 angekommen. Es waren, glaube ich, 3 Szenen, die wir komplett rausgekickt haben. Weil sie dramaturgisch nicht funktioniert haben. Nicht, weil sie schlecht waren. Tschüss. Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Auch selber in der Filmbranche drin, was mich fasziniert, was ich sehr schön finde an dem Film, dass er ohne, sagen wir mal so, gängige Konventionen daherkommt. Mich würde interessieren, du sagst über das, im ZDF ging es dir gut. Wenn ich zum Beispiel in den letzten Jahren, wo ich gearbeitet habe, ich immer sehr große Probleme mit einer Hauptfigur, wie deine, über die man eigentlich gar nichts erfährt, außer dem, was dort direkt geschieht. Das ist für mich kein Problem. Aber du hattest scheinbar Glück mit deiner Redaktion oder du hattest Glück vielleicht mit deinem Werdegang, dass man dir gesagt hat, du kannst jetzt hier mal
mit den Kurzfilmen, mit den Preisen vielleicht gewonnen hast, durfte das machen. Warst du dir der Sache bewusst? Also hast du das alles wirklich so auch angelegt oder kam irgendwie oftmals dir diese Konfrontation mit der Frage, was ist mit deiner Figur? Was für eine Entwicklung macht die durch? Sie macht eigentlich im Prinzip keine Entwicklung durch. Ich finde das sehr schön, übrigens, muss ich ehrlich sagen. Bin da sehr dankbar dafür. Das kann alles so passieren, wie es ist, aber manchmal irgendwie funktionieren die Dinge so, wie sie funktionieren. Da geht man von einer Inspiration aus, von einem Gedanken, von einem Gefühl. Hattest du selber oder hatte die Redaktion oder hatten Leute, die dir begegnet sind, einfach auch diese klare Frage, was ist mit deiner Hauptfigur, was passiert mit der, warum, was macht der durch? Ist dir das mal begegnet? Ja, auf jeden Fall. Also die Frage kam auch nicht selten. Und wir haben zwei Förderungen bekommen, wir haben geführte 200 nicht bekommen, genau aus diesen Gründen. Und ich habe das auch schwer natürlich auch diskutiert mit meinem Redakteur, aber das war halt trotzdem sehr angenehm. Also es war jetzt nicht so, dass er meinte, der braucht aber jetzt hier und ich muss am Anfang des Films sein Familienalbum sehen, damit ich genau weiß, was seine Mutter macht und sein Vati macht und dass seine Schwester gestorben ist. So, also es ging aber relativ cool, also weil es halt von Anfang an auch so angelegt war. Ja, ich denke, wir machen dann mal Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden, Felix, Matthias. Schön, dass ihr da wart. Der Film ist ja übrigens Schande über diese Stadt, glaube ich, noch nicht regulär im Frankfurter Kinoprogramm gelaufen. Wenn er es denn tut, was wir doch hoffen wollen, erzählen Sie weiter, was Sie gesehen haben. Empfehlen Sie den Film weiter und dann noch einen guten Heimweg. Aber nein. Eine Sache. Gut. Eine Sache habe ich noch, genau. Ich habe mega viele Soundtracks mitgebracht, wem die Musik im Film gefallen hat. Und wer keinen Bock hat, das im Internet zu bestellen, weil es eh viel zu lange dauert, vorher bis Weihnachten ist auch nicht mehr viel Zeit und so, der darf den heute Abend sehr gerne für 10 Euro nur mitnehmen. Hier, heute, Cash, 10 Euro. Super Soundtrack. Ich bin sehr stolz, dass wir einen Soundtrack haben, deswegen, ja, wer Bock hat, kann den direkt hier jetzt bei mir kaufen. Ja, wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank. Felix Stienz, Matthias Scheuring, dass ihr da seid.